So, herzlich willkommen zurück. Erstmal sehen wir hier das wunderschöne Pausemenü, damit ich euch richtig begrüßen kann. Ja, herzlich willkommen in diesem Sinne. Wir waren bei der Mission. Wir haben gerade eben die MG abgeholt und wie ihr gesehen habt, um in der Wohnung haben wir auf den sogenannten Fettsack gewartet, der jetzt gerade vor uns parkt. Wir müssen versuchen, ihn zu erledigen, bevor er das Gebäude betritt. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und weiter geht es mit der Mission. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Wir haben sie alle erwischt! Hör mit dem Geballer auf, ich werd sonst noch taub! Ich wollte eigentlich das, das. Das Auto in die Luft sprengen. Ah, geschafft. Okay. Genug geballert. Jetzt geht's los. Wir haben ja eine ganz neue Knarre gekauft letztes Mal. Sandwich essen. Okay. Ist auch nicht so recht. Bringt uns das mehr Energie, wenn wir was futtern oder was? Na, wir waren eben schon voll mit Energie und haben noch Energie dazu gekriegt. Lass uns mal gucken, ob das ein Bug ist oder ob wir was abgekriegt haben eben. Okay. Ganz lässig. Wo ist der denn hin? Ach, da unten. Gib mir Deckung, Vito. Erstmal wieder reinkommen. Ich glaube mit H. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Hast du Schiss, Arschloch? Nee, wo ist er? Zieh die Knarre. Los, Vito! Das Schwein hat mich erwischt. Mist! Da ist einer. Dahinter war noch einer. Okay, Was war Showtime, das denn? Vito! Okay. Wo ist er? Mann, du schießt ja beschissen. Na komm, zack. Schnell, Vito! Ganz lässig mit dem Schwein darf uns Magnum. nicht entwischen. Okay, Ein du Schuss, zuerst, Feierabend. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. Muss mal ganz kurz nachladen, bevor wir reingehen. Das wird Tür öffnen. Gleich haben wir dich, Fettranst. Gib mir Deckung, Vito. Ah, ich dachte, die explodieren Showtime, vielleicht. Vito. Ist hier mit den Flaschen auch nicht? Los, ich geb dir Deckung, Vito. Los jetzt, zack, zack. Du schießt wie meine Schwester. Mach die verdammte Tür! Knall den Wichser ab, solange wir noch Kugeln haben. Da. Hast du das beim Militär gelernt? Du bist mausetot! Dahinter steht da. Helft mir! Lasst mich raus! Hilfe! Ach, das ist unser Kollege hier. Beinahe hätte ich ihn abgeknallt. Na, mal gucken. Das war auch immer Oh Scheiße! Pass auf! Okay, Showtime, Vito. Was war das? Alles in die Luft gesprengt. Gib mir Deckung. Ach, wenn er das macht, geht das. Aber nicht, wenn ich das mache. Verdammt, der ganze Laden brennt. Was für eine Schnapsverschwendung. Gut, Vito, los jetzt. Ich schläg dich um, du Hurensohn! Oh, die Magnum ist ganz schön bitter, so. Ein Schuss Feierabend. Du bist mausetot! Oh, 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 oh. Mann, du schießt ja beschissen! Kratz ab, du Ratte! Komm schon, Vito, wir müssen weiter! Kurz mal hier reingucken.
ist ein Playboy-Magazin. Das muss ich natürlich direkt verpixeln. Obwohl, das ist ja relativ human hier. Aber sicher, sicher. Alles kindermäßig und so. Das sind so diese kleinen Sachen, die man sammeln muss. Das und ich glaube irgendwelche Steckbriefe, die habe ich eingefunden von. Weiß ich nicht, wie viele es gibt. Der hing so mitten in der Stadt. Gib mir Deckung, Vito! Du bist mausetot! Oh nein! Nein! Noch ein toter Ita! Da hinten. Oh Gott, ich mach dir Deckung! Oh, das war ein Headshot. Der Drecksack. Ich gehe einfach mal hier rum, dann kann der eine mich nicht treffen. Und ich kann den hier hinten abknallen in Ruhe. Der kommt nicht. Der Sack kommt nur raus. Bist du okay? Was ist los? Wenn ich hier in der Ecke hänge. Oh, hat ihn raus aus der Deckung geschossen. Sehr schön. Geh erstmal hinter den Eiern in Deckung. Weiter geht's. Was haben die denn hier? Ach, das ist hier so zum Verkorken. Ah, stellt mir die Flasche drunter, zieht am Hebel und dann. Ich will darüber, ich will die Knarre haben. Ah ja, ihr macht das schon. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Ja, bleib mal locker. Okay, Showtime, Vito. Ich muss hier rüber und diese Knarre aufheben. Alter, der Hammer, eine Schrotflinte. Und wir mussten sie nicht mal kaufen. Halt! Alles selber machen. Bleiben Sie, wo Sie sind! Leck mich! Das ist alles? Dann blüht dir was. Bin wieder da. Los, Vito. Da braucht man nicht wirklich zielen. Das Hakenkreuz ist so groß. Einfach okay. Draufhalten. Ist ja fast wie eine Shotgun. Der Hammer. Komm schon, wir nehmen den Aufzug. Ja, warte, ich will nur mal gucken, ob die vielleicht spezielle Waffen dabei haben oder so. Ja, und jetzt, ich kann mir das vorstellen, das nervt schon einige, lauf doch mal die richtige Strecke. Aber seit ich dieses Playboy-Magazin gefunden habe, da bin ich ein bisschen neugierig geworden. Auch wenn ich der Meinung bin, der Playboy kam erst Mitte der 50er raus. Weil das hier spielt ja 1940. Was stand denn? Ich habe das nachgegoogelt. Ich glaube, 53 kam der erste raus. Aber ich sag mal. Da kommen sie! Gib mir weg, Scheiße, die haben MP. Das ist relativ egal. Macht endlich was! Das sei verzeihbar bei den Bildern. Was zum Teufel erwartest du von mir? Die ballern aus vollen Rohren auf mich. Peter, mach was! Du bist hier der Fachmann! Los jetzt. Feierabend. Schön umrundet. Ich glaube, so war das nämlich auch gedacht. Los, das Schwein ist da oben. Oh, ey. Eine Thompson. Wir nehmen mal die Thompson. Oldschool-Mafia-Gewehr. Schlechthin. Ja. Er lässt grüßen. Nicht El Bundy. So. Mal gucken. Sondern El Capone, für die, die es wirklich gar nicht verstanden haben. Zeit zu sterben, Kleiner. Jetzt eine Handgranate, wa? Na komm, zeig dich. Feierabend. Ich glaube, der hat noch Munition für mich hier.
Ah, da ist er. Lasst mich am Leben. Bitte, ich habe eine Frau. Bitte, du darfst nicht. Ja, deine Frau. Ich mache auch alles, was ihr wollt. Aber bring mich nicht um. Oh Gott, oh Gott. Einen schönen Gruß von Don Clemente. Feierabend. Oh. Verdammt. Ach du Scheiße. Verdammt Scheiße, das wird dir noch leid tun, du Arsch. Wichser! Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Scheißkerl. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche, er wohnt in Heilbrook. Ja. Los, Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Ach was, der Schuss ging meilenweit daneben. Das kommt aufs Alter an, die hängen immer tiefer. Das ist. Komm schon, Vito, er blutet wie ein Schwein. Mach endlich! Der kommt aus dem Knick. Vito, das haben wir von. Henry ist kein Fliegengewicht. Mhm. Komm schon, Vito, er blutet wie ein Schwein. Mach endlich! Vito, beeil dich! Henry ist kein was? Fliegengewicht. Was ist denn los? Oh, hier ist eine Waffe. Komm schon, Vito. Na gut, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Mach endlich. Und hoffe, dass er nachkommt. Der, hey, Vorsicht! Das tut weh. Der Aufzug ist nicht mehr da. Sonst lasse ich dich fallen. Er scheint hinüber zu sein. Ich bin derjenige, der gut im Brandfall nicht benutzen. Nein, bitte, ich will nicht sterben. Dann sieh zu, dass Land gewinnst, Püppchen. Abmarsch, Vito, oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Ich bin nur vorsichtig. Oh je, oh je. Scheiße. Oh, der ganze Schuppen bricht zusammen. Ist ein bisschen was hochgegangen gerade. Ist scheiße, du Arsch. Leg ihn um. Los, ich blas dir dein Hirn raus. Lass uns mal gucken. Oh, auf dem Radar sind welche zu sehen. Reißt du dich jetzt ein, du Mistkerl? Wow. Hat er sich mies versteckt hinter der Säule und ich bin außen rumgegangen. Na komm, zeig dich. Du, Vito, gib uns Deckung. Ach, am Arsch. Ich mach das alles alleine hier. Gib uns Deckung, verdammt! Was hast du denn? Ich bin noch dabei. Ist aber sensibel heute. Irgendwo hier, rechts. Links, meine ich, natürlich. Rechts von euch. Zack, erledigt. Auf dem Radar ist keiner mehr zu sehen. Beschwer dich nicht, du Glückspilz. Schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Wir müssen schnell machen. Das Feuer breitet sich aus. Scheiße! Vito, bring uns hier raus! Ich musste dem kurz helfen, der hat den Brand. Nein, netter. Ah, verdammter Rauch! Okay, auf dem Radar ist keiner zu sehen. Scheiße. Vito, bring uns hier raus. Ja, ja, komm. Machen wir es auf Mafia ganz lässig. So, ab rein die Karre. Oh, Scheiße. So, ab zum Doktor. Wenn ich draufgehe. Hey, sag sowas nicht. Oh, das ist nur ein Kratzer.
Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Und was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Oh, das muntert auf. Wir werden direkt verfolgt. Wir haben auch 3 Sterne. Das heißt, jeder Bulle der Stadt ist hinter uns her. Und die ballern auch direkt auf uns. Du fährst ja wie meine Großmutter. Alter. Versuch mal so ein bisschen mittig zu bleiben, dass er nicht auf uns schießen kann, aber das scheint nichts zu bringen. Weiß ich nicht, wenn wir hier ganz haarscharf an einem vorbeirasen oder so. Im Gegenverkehr. Ist da, was ich meine, hier so? Vito, so nicht. Geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Ja. Ich fahr so schnell ich kann. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Oh, jetzt haben wir schon 2 hinter uns. Loch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu Elbe. Oh, wir fahren jetzt einfach mal hier in der Mitte hoch. Ja, verschwinde. Und hoffen, dass wir sie abhängen können. Aber das scheint auch nicht zu bringen. Die sind direkt hinter uns. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. Herr Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er flickt dich zusammen. Ohne lästige Ach du Scheiße, geht das einfach hier nicht weiter? Ja, geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum soll man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und die sind sowieso hinter uns her, von daher. Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Sie stecken fest. Bei dir verhaltest sehr schön. Sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Ihr könnt nix löschen. Nein, ich wurde getötet. Verdammt. Nur wegen dem eulen Kratzer da. Gerade die Bullen abgehängt. Hey, sag sowas nicht. Oh, das ist nur bitter. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir Ich kann's hin. Schon. Nein, wirklich. Kannst mir schon wieder richtig Sei vorstellen. Still, dann sparst du deine Kräfte. Mit Nein, du Lusche, Ach, du ja. Nichtskönner. Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Unterirdisch. Das ist ja wie meine Großmutter. Unterirdisch gefahren. Oh, jetzt sind schon 3 hinter uns her. Wir müssen echt mal Vollspeed machen jetzt. Aber ganz sachte um die Kurve, nicht so wie beim letzten Mal. Und irgendeinen reinrasen. Aber sie schießen noch nicht auf uns. Vielleicht, weil da nur einer drin sitzt. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir fahren wieder über die Brücke und hängen die Bullen dann da ab. Das hat eben recht gut geklappt. Jetzt, wo man weiß, dass man da so einen Schlenker machen kann und muss. Vito, komm schon. Geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. El Greco, das ist natürlich auch echt ein geiler Name, so. Schön, 2 haben wir schon mal, die sind da unten weg. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er flickt dich zusammen. Ah, dass wir nicht zurückschießen können, das nervt ein bisschen. Wie geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie? Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verhält es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung und jetzt. Liegen. Oh, schön, ja, einer hat uns durchgeschoben. Oh, jetzt sind wir so los, denke ich. Da kommen sie nicht mehr raus. Die Szene sah so ein bisschen aus wie, Hey Henry, nicht einschlafen, halt durch. Wie soll man sagen? Wir sind gleich bei El Greco. Oh, wie hieß der Film? Ich komme nicht mehr drauf. Da wollte er auch mit dem Wagen wenden und dann stand er quer im Flur. Ah, wenn ihr drauf kommt, wie der Film hieß, schreibt's doch mal in die Comments. Würde mich wirklich interessieren, sehr bekannt. Wow, nicht umkippen. Hier scharf links. Da hinten sind die Cops. Gib Gas. Bevor sie wieder hinter uns sind. Oh, sehr gut. Hier nochmal links. Wie weit ist noch? Kann ich da nicht eine Abkürzung fahren? Hier, dadurch? Scheint nicht so der Fall zu sein. Ah, Mist.
Ja, am besten runter von der Hauptstraße. Das wäre natürlich ideal, so. Ah, nee, wir müssen da oben auf den Berg. Das gestrichelte ist der Tunnel hier links. Und da sind die Cops schon wieder. Fuck. Der wendet, oder? Nee, er hat uns nicht gesehen. Vorne kein Nummernschild dran oder so. Aber da kommt auch schon der nächste Bulle. Der hat es auch nicht schnell genug gecheckt. Sehr gut, aber der eine hat gewendet, der ist hinter uns her. Der fährt die Straße jetzt hoch hier. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Komm schon, gib Gas, bevor die Bullen wieder da sind. Dann können wir wieder nichts machen. Oh, sehr gut. Mission geschafft. So soll das sein. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was Henry. Gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Mal gucken, ob die Karre noch gefahndet wird. Ja, sie wird noch gefahndet, also lassen wir sie hier stehen. Hat El Greco vielleicht hier einen Karren? Kann ich da rein? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Fährt hier keiner vorbei? Den man sich mal... Hi! Guten Tag! Ja, ne? Ich will ja mal nichts sagen, aber raus los, aus Lady, der Karte. Raus aus dem Auto. Verdammt! Und genau daneben kommen die Bullen gerade. Und die interessiert das gar nicht. Das ist ja der Hammer. Ich dachte, jetzt kommt hier direkt wie die nächste Verfolgungsjagd. Schlag auf Schlag. Nix ist. Kann ich? Kann man hier vielleicht irgendwo abkürzen? Also wenn ich jetzt versuchen würde, also ich suche gerade, wo der Zaun endet, ja, nur um es zu testen, nur weil ich es kann. Man muss ja einfach alles mal mitmachen. Kann der echt nicht runterfallen, oder was? Das ist ein unzerstörbarer Zaun. Verdammt. Na gut. Kann man jetzt nichts dran ändern. Ich dachte jetzt mal wirklich so eine kleine Segeltour direkt runter vom Berg. Oh, komm schon. Fahrerflucht. Verfolgung aufgenommen. Fahrerflucht. Ich glaube, es hackt, oder was? Der ist doch in mich reingefahren. Verfolgung von Raser aufgenommen. Ach, jetzt bin ich auf einmal ein Raser. Roger. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das wird recht schwierig, die mit dieser Karre abzuhängen. Die ist nicht unbedingt sehr schnell. Hat das was mit der Bullerei zu tun, oder? Das Symbol ist sonst nirgends. Und wenn wir verfolgt werden, dann ist das überall.
Alter, wie sie die Leute umbringen. Okay, da geht's nicht rüber. Das ist ja mehr als heikel. Rüber. So, sie haben uns aus den Augen verloren. Endlich. Das war auch Zeit. Hier geht's rüber. Na, Kollege, alles klar. Wanted. Okay. Oh, ein Mörder. Anscheinend aber auch echt ein echter Steckbrief. Oder? Oder gehört er zu den Entwicklern? Das müsste man echt mal recherchieren, ob das ein echter ist, ob es den gab. Ob sie wirklich Fotos von damals genommen haben, oder? Weil hier unten Empire Bay, das ist da, die Stadt gibt es ja nicht. Nice. Schönes Gimmick. So, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Break für dieses Mal. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei seiner Schwester. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Midnight. Ciao.